Hallo, ich bin Daniela von Die Praxis Family. Heute geht es um das Thema Haar- und Körperpflege und seid gespannt, was ich heute für euch dabei habe. Ja, Haar- und Körperpflege. Das ist immer wieder ein großes Thema. Vor allem, wenn man die Körperpflege bzw. die Haarshampoos frei von chemischen Inhaltsstoffen haben möchte, biologisch haben möchte und am besten noch Plastikmüll vermeiden möchte. Also wie ihr schon merkt, das ist nicht so einfach. Wir werden in der Praxis immer wieder gefragt und auch in unseren Kursen, was wir im Badezimmer verwenden, welche Hautpflege, welche Haarpflegeprodukte wir verwenden. Und deshalb mache ich heute mal ein Video für euch. Vielleicht ganz kurz, wie es mir damals ging, als ich mich auf die Suche gemacht habe, nach einem biologischen Shampoo, nach einem natürlichen Produkt für Haar und Körper. Und zwar war ich, vor meiner Heilpraktiker-Ausbildung, war ich Friseurmeisterin. Ich hatte einen Naturfriseurladen. Ich habe selbst viel mit Chemie gearbeitet, also über 20 Jahre, bevor ich dann einen Naturfriseurladen eröffnet habe. Eigentlich aus der Not heraus, weil ich selbst diese Produkte nicht mehr vertragen habe, weil meine Angestellten die Produkte nicht mehr vertragen haben. Diese Inhaltsstoffe in den Shampoos, wir hatten offene Hände, unsere Nasenschleimhäute waren kaputt, zerstört, wir haben nicht mehr gut gerochen, wir hatten dauernd Brennen in der Nase. Und damals habe ich mich auf die Suche gemacht und es war gar nicht so einfach. Es war immer irgendwo ein Kompromiss dabei, der mich nicht befriedigt hat. Es waren auch die Shampoos im Bioladen nie zufriedenstellend, vor allem auch die habe ich nicht vertragen von den Händen her. Da wird versucht, dieses Tensid, vielleicht ganz kurz zu dem Thema Tensid. Tensid ist ein chemisch hergestelltes, fettlösendes Produkt. Fett und Talg zu lösen, ist ja immer die Aufgabe von einem Shampoo in unserem Haar. Und das geht nun mal nicht ganz einfach mit Wasser. Also man braucht da schon was, was eben diese Fett- und Talg Schicht im Haar löst. Und da versucht man mit einem chemisch hergestellten Tensid natürlich, das aufzuspalten. Da ist allerdings der Nachteil, dass es sehr aggressiv ist, sehr chemisch ist und vor allem auch für die Umwelt absolut schädlich, weil es ganz schwer abbaubar ist. Im Bioladen versucht man das mit einem Zuckertensid zu ersetzen. Dennoch ist immer noch ein gewisser Restanteil an Chemie drin in diesen Shampoos, in diesen Produkten. Und wir haben es natürlich auch gemerkt über die Haut, dass wir auch diese Produkte nicht gut vertragen haben. Und damals habe ich mich auf die Suche begeben und hatte wirklich Glück, dass ich die Firma I'm Resource, also I'm Hair Resource, kennenlernen durfte, die es tatsächlich geschafft haben, ein Produkt auf den Markt zu bringen, was in weißen Opalgläsern gefüllt wird, also das ist ohne Plastik. Es sind einfach nur effektive Mikroorganismen, also das Shampoo ist praktisch aus Obst und Gemüse, vergoren, fermentiert, EMs, sagt euch vielleicht was, hergestellt worden. Vielleicht ganz kurz zum Erfinder dieses Produkts. Wir verwenden die Produkte mittlerweile seit 9 Jahren. Mir war es auch wichtig, dass unsere Kinder nichts anderes verwenden für ihre Haut. Also nochmal zurück zum Erfinder dieses Produkts. Der heißt Silvio Filiini, mittlerweile ein guter Freund von uns geworden, der damals selbst als Chemiker bei L'Oréal Redken in New York arbeitete. Und zu der Zeit sind so seine Kinder geboren. Und er hat gemerkt, was stelle ich hier eigentlich her für eine Chemieplörre? Was tue ich hier eigentlich der Menschheit an, wenn man das auf den Körper begibt? Was bezweckt man damit? Er hat auch mitgekriegt, dass immer mehr Leute Allergien bekommen, dass immer mehr Leute das einfach nicht vertragen. Er selbst hat eine Abneigung entwickelt dagegen. Er hat sich gedacht, oh Gott, wenn meine Kinder mal groß sind, möchte ich nicht, dass die das auf ihre zarte Haut geben. Und so kam es damals, dass bei L'Oréal Redken in New York ein Forschungsprojekt gab, bei dem er teilnehmen durfte. Und zwar ging es darum, ein natürliches Tensid zu entwickeln. Also ein natürliches Tensid ohne diese Sodium-Lauret-Sulfate oder die WAS, waschaktive Substanzen. Und da durfte er teilnehmen und es ging einige Monate, dieses Projekt, und da war er wirklich in seinem Element. Da haben sie geforscht und gemacht und getan und festgestellt, dass es tatsächlich möglich ist, wenn man Obst und Gemüse vergärt, bis zu einem gewissen Prozess, dass dann ein Schaum entsteht,
ein Tensid entsteht natürlich auch, das wirklich das einzige natürliche Tensid ist, das ein Fett und ein Talg auch aus dem Haar rausbekommt. Und da war er natürlich dann on fire. Was nicht so positiv war, war dann die Präsentation vor diesem Ausschuss bei L'Oréal Redken, als sie ihm dann mitteilten, ja, das ist schön und gut, dass wir so ein Produkt hergestellt haben, aber wir bringen das jetzt noch nicht auf den Markt, das ist auch wirtschaftlich viel zu teuer und wir wissen gar nicht, wie wir das machen sollen. Wir halten es uns mal so im Hintergrund, falls die Konkurrenz sowas bringen sollte. Woraufhin er natürlich völlig entsetzt aus allen Wolken gefallen ist. Das war für ihn so der erste Schritt, wirklich raus aus der Komfortzone zu gehen, alles hinzuschmeißen, das Land zu verlassen und wieder zurück nach Deutschland zu gehen und bei Null anzufangen. Also er hat wirklich mit seiner kompletten Familie bei Null angefangen und hat selbst mit Nebenjobs versucht, sich überhaupt erstmal so ein kleines Fabriklager anzumieten, hat da dann versucht, mit einem Biobauern zusammen, mit Obst und Gemüse schon mal so ein bisschen das Ganze in die Wege zu leiten. Es war ein längerer Prozess, aber nach ein paar Jahren hat er es geschafft und ist jetzt selbst der Hersteller und Erfinder dieses Produkts. Und das ist mittlerweile, ich weiß nicht wie lange, ich glaube seit 10, 12 Jahren hat er das jetzt auf dem Markt. Und das ist für mich wirklich die Offenbarung gewesen damals. Wir haben ihn auf den Seminaren dann auch kennengelernt. Man kann es tatsächlich auch trinken, diese effektiven Mikroorganismen, was jetzt nicht so lecker schmeckt, aber es ist zumindest absolut bekömmlich, 100% organic. Er hat sogar das Demeter-Siegel jetzt bekommen. Was ich absolut toll finde, ist, dass es eben in einem Glas abgefüllt wird und nicht in Plastikflaschen, dass man noch mehr Müll und Müll produziert. Also das war für mich unglaublich, ja. Also es gab nichts mehr hinzuzufügen. Es war bekömmlich, es war vom Geruch her für die Nase gut, es war für die Haut eine Wohltat, alle Allergien sind verschwunden. Die Haare sind viel schöner geworden als zuvor. Also das ist wirklich auch unglaublich, wenn das Haar mal richtig natürlich ausgereinigt ist, was es für einen Glanz bekommt, was es für eine Griffigkeit bekommt. Ja, ihr merkt schon, ich bin total begeistert. Ich habe davon nichts. Ich mache das einfach aus purer Leidenschaft, dass ich euch jetzt mein Herzensprodukt vorstelle. Ja, und zwar ist es so, dass ihr diese Produkte auf seiner Internetseite bestellen könnt. Also das heißt die Markthalle. Ich verlinke euch das unten dann alles. Der heißt Silvio Filellini und die Firma heißt I'm Hair Resource. Vielleicht noch ein bisschen zu den Produkten. Es ist so, dass es verschiedene Waschmittel gibt für die Haut. Es gibt verschiedene Shampoos für die Haare. Es gibt eine Gesichtscreme, auch für die etwas reifere Haut. Es gibt ein Haargel, auch die Männer kommen nicht zu kurz zum Stylen. Wir haben hier am Spülbecken, ich weiß nicht, seht ihr das gerade? Wir haben hier am Spülbeckenrand immer ein Produkt stehen, damit waschen wir uns die Hände und spülen auch unsere Sachen damit. Also wir waschen damit richtig ab, wir machen den Abwasch damit. Das ist das Produkt Aldonna. Ja, und da gibt es einfach nichts, was es nicht gibt. Ich habe das früher auch versucht mit Kernseife oder Waschnüssen. Später dann auch mal mit einer Roggenmehlmischung. Das war alles schön und gut, aber das war mir zu aufwendig, zu bröselig und bröckelig. Überall, wo ich ging und stand, hat es gebröselt und gebröckelt und das hat mich gestresst. Ich wollte ein Produkt, was ich einfach anwenden kann, was zusätzlich noch gut riecht und was mir einfach gut tut. Und noch dazu auch der Umwelt gut tut. Also das war mir noch ein dringendes Bedürfnis, dass es tatsächlich auch der Umwelt gut tut. Ja, das... Ich sprudel, wie ihr merkt. Wie gesagt, ihr könnt es bei ihm auf der Homepage bestellen. Ich empfehle euch das aber nicht. Ich empfehle euch, auf seiner Internetseite zu schauen, wo es einen Naturfriseur bei euch in der Nähe gibt. Weil diese Naturfriseure sind ausgebildet, die können euch gut beraten. Weil es ist nämlich so, wenn man vorher andere Shampoos oder Pflegeprodukte verwendet hat oder selbst wenn man ein Bio-Shampoo verwendet hat, selbst da sind immer noch gewisse chemische Zusatzstoffe drin und die im Haar dann kleben. Ja? Und wenn ihr zu einem Naturfriseur geht, der I'm Resource verwendet, dann habt ihr den Vorteil, dass ihr gut beraten werdet. Und vor allem, ihr solltet unbedingt einmal eine Reinigung machen lassen beim Naturfriseur. Reinigung bedeutet, dass das Milieu, also der Untergrund,
gut ausgereinigt wird, dass diese ganzen chemischen Zusatzstoffe, dass die rausgereinigt werden. Weil nur dann können die Mikroorganismen überleben. Also die Mikroorganismen leben auf einem vergifteten Milieu nicht. Der Silvio sagt immer so nett, sie verrecken. Also sie verrecken. Er merkt es auch, wenn er die ansetzt. Da darf nichts mit rein, es darf nichts Chemisches in der Nähe sein. Also deswegen ist es wichtig, dass der Untergrund ganz, ganz sauber ist. Und erst dann könnt ihr praktisch mit eurem Produkt nach Hause gehen und es für Haut und Haar verwenden. Bei Kindern könnt ihr das selber, aber für euch als Erwachsene würde ich euch dringend raten, da so eine Reinigung machen zu lassen. Und dann bestenfalls testet der Naturfriseur das kinesiologisch aus oder man geht über die Sinne, die riechen auch alle anders. Man sagt auch immer, wenn man jetzt 8 Shampoos durchtestet, also Shampoos, damit meine ich auch immer, dass man mit denen auch duschen kann. Also wenn man 8 Produkte durchtestet, dann riecht meistens immer nur eins gut. Die anderen findet man, riechen nicht so gut. Und dann kommt der Nächste und riecht aber dran und sagt, das, was du ausgewählt hast, stinkt total. Er mag das Produkt C lieber, Produkt A stinkt. Also das ist wirklich spannend. Es war auch immer wieder spannend, bei mir im Laden damals zu sehen, wie jeder dann anderes Produkt als gut duftend empfindet. Wir haben dann oft reingerochen und haben gedacht, boah, nach was stinkt denn das? Und dann nimmst du das Nächste und es riecht nach Rosenduft. Da sagt dann der andere wieder, boah, das stinkt ja nach Kloake. Also das ist so unglaublich spannend. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, es ist so, dass es tatsächlich über die Sinne unglaublich wichtig ist, zu sehen, was passt zu mir. Genau, und deshalb solltet ihr unbedingt, meiner Meinung nach, zu einem Naturfriseur gehen. Ja, das ist so das, was wir verwenden. Unsere Kinder verwenden, mein Mann verwendet oder ich für Haut und Haar verwende, fürs Gesicht verwenden. Und ich benehme nichts anderes mehr. Es gibt in unserem Bad oder in unserem Haushalt tatsächlich nichts anderes mehr. Wir sind so begeistert und so happy, dass es diese Produkte gibt. Ja, wie gesagt, ich verlinke euch das alles unten nochmal. Firma IM Hair Resource. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Gefallen dran gefunden. Ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Vor allem für die Umwelt. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns ein Däumchen nach oben. Abonniert unseren Kanal. Und dann noch viel Spaß beim Haare pflegen und waschen. Alles Liebe, eure Daniela von Die Praxis Family. Tschüss.